es bleibt nicht verborgen, dass in den Gesprächen der Bundesregierung mit der israelischen Regierung dort gesagt wird, stellt gar nicht erst die Frage. Oppositionschef Friedrich Merz hat am Donnerstag im Bundestag für Aufsehen gesorgt. Er warf der Bundesregierung vor, trotz Solidaritätsbekundungen wichtige Waffenlieferungen an Israel im Krieg gegen islamistische Terroristen zu verweigern. Bundeskanzler Olaf Scholz reagierte ungewöhnlich auf die heftigen Vorwürfe von Merz. Er wechselte kurzerhand von der Regierungsbank auf seinen Abgeordnetenplatz und griff persönlich zum Mikrofon, um in seiner Funktion als Mitglied des Parlaments auf den Vorwurf antworten zu können. Ich will ganz persönlich sagen, wir haben nicht entschieden, keine Waffen zu liefern. Wir haben Waffen geliefert und wir werden Waffen liefern. Das ist die Haltung der Bundesregierung. Ich werde die Geheimnisvorschriften des Bundessicherheitsrats nicht verletzen, aber wir haben Entscheidungen getroffen in der Regierung, die auch sicherstellen, dass es demnächst weitere Lieferungen geben wird. Und dann werden Sie ja sehen, dass das hier ein falscher Vorhalt gewesen ist. Der Streit zwischen den Fraktionen war eskaliert, nachdem Merz der Ampelkoalition vorgeworfen hatte, die israelische Regierung unter Druck zu setzen, keine Anträge auf Waffenlieferungen zu stellen. Scholz' Ankündigung sorgte für Brisanz, da die Bundesregierung seit März keine Kriegswaffenexporte an Israel genehmigt hatte.